Da hinter mir ist das alte, berüchtigte Gefängnis von Vilnius. Leider darf ich da drinnen nicht filmen, ich musste gerade alles bis drüber löschen. Ja, jedenfalls kam ich an dem Gefängnis an, habe natürlich ein paar Fotos gemacht und ein paar Aufnahmen. Und da kam dann, da wird da drinnen, ich hatte ja als Gefängnis ausgedient, das sind ja als Veranstaltungen. Gestern spielte irgendwie eine Rockband da. Ich nicht, Rammstein war ich wohl nie. Da habe ich dann bloß hier vom Eingang ein paar Fotos dort drinnen gemacht und bin mal die Kamera gekreichelt. Da kam gleich einer von den Wachtypen da auf mich zu. Jedenfalls nahm er mich beiseite. Und tat mir dann sagen, dass ich das löschen soll. Und da guckte er mir tatsächlich über die Schulter, wie ich die zwei Aufnahmen da gelöscht hatte. Das ist wohl noch der Vorband, dann kommt hier Rammstein. Ja, moin hier aus Vilnius. Hab hier einen Parkplatz in einer ziemlich unbewohnten, da hier steht irgendwo so ein bisschen versteckte Holzvilla oben auf dem Berg.
Amtsfeuer kenne ich auch. Jedenfalls hier habe ich geparkt und auch geschlafen im Auto. Gab keine Probleme. Früher ging ich wieder los hier mit Trubel, aber ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe schön schlafen können eigentlich. Hier kommt auch ein Reisebus angefahren und auch viele, die hier parken und dann wieder abhauen. Es liegt an dem alten Friedhof, da gehen wir dann mal noch kurz drüber. Und dann haue ich aber wieder ab. Wie gesagt, ich bin gestern hier angekommen. Ja, das ist der vierte Parkplatz, den ich mir in Wien nicht angeguckt hatte. Alle anderen waren ziemlich unsympathisch. Da standst du hier wirklich auf Parkplätzen, rechts und links Autos ohne Ende und das war nie so schön zum Übernachten hier. Ich sag mal, hier war zwar nicht beste, aber hier ging es eigentlich. Hier war Ruhe und gut. Und dann bin ich los durch die Altstadt gelaufen. Bin bis zu dem berühmt-berüchtigten Gefängnis hier. Allerdings waren da auch keine Führungen mehr. Da muss man sich sowieso vorher kümmern und so gut ist mein Englisch dann auch nie, dass ich den dann fließend verstehe. Ich verstehe zwar sinngemäß alles, aber jedenfalls, ich gehe immer mal hin wegen da, um die Führung mitzumachen. Das bringt's nie unbedingt. Ich bin dann durch die Altstadt zurückgelaufen und ja, es ist ganz hübsche Altstadt. Viel los, also eine Kneipe an der anderen, überall kannst du Bier trinken. Wo wir gerade dabei sind, in Vilnius, beziehungsweise in ganz Litauen, gibt es eine ungeheure große Bierauswahl. Zitat von Lithuania Travel: Stellen Sie sich eine Bierszene vor, die so reichhaltig und einzigartig ist, dass man das Gefühl hat, in eine Zeitmaschine zu steigen. Von bernsteinfarbenen, hopfigen und fruchtigen IPAs bis hin zu Bieren mit besonderen Zutaten wie Erbsen, Blumen oder Himbeeren. Litauens Bier bietet unerwartete Geschmackserlebnisse für jeden Geschmack. Die geheime Zutat ist Tradition. Vergessen Sie die im Labor gezüchtete Hefe. Die einheimischen Brauer geben die Hefe von einer Generation an die nächste weiter und verleihen jedem Gebräu zusätzliche Komplexität. Diese Praxis geht auf heidnische Zeiten zurück. Und es gibt sogar einen Biergott namens Ragutis, der in der Hauptstadt Vilnius einen kleinen Altar hat. Habe ich leider erst im Nachhinein gelesen, sonst hätten wir den natürlich besucht. Während viele Länder in der Region ihre Biertradition zugunsten der Massenproduktion von Lagerbier aufgaben, hielt Litauen daran fest, sogar während der sowjetischen Besatzung. Das Ergebnis? Eine lebendige Szene aus kleinen Brauereien im ganzen Land, die ihre jahrhundertealte Geheimnisse hüten. Wenn Sie einen Besuch planen, sollten Sie sich die berühmten Biertoren nicht entgehen lassen. Vor allem in der bekannten Braustadt Birsäe. Wenn Sie also in Litauen sind, sollten Sie nicht nur Bier trinken, sondern es auch erleben. Es geht nicht nur darum, Ihren Durst zu stillen, sondern mit jedem Schluck ein Stück litauische Geschichte und Tradition zu kosten. Guten Eindruck. Was mich absolut verschreckt hatte, der Verkehr hierher. Da ich nur vorher drei andere Parkplätze noch angefahren habe, habe ich das ja noch mehr mitgenommen. Also wird absolut
vorgefahren. Ist total anstrengend hier mit dem Auto durchzufahren, weil die wirklich jede Lücke nutzen und du auch schnell mal bremsen musst. Wobei andererseits lässt dich auch schnell mal einer rein, wenn es eng wird. Also, aber wenn du es nie gewöhnt bist, ist es erstmal höchst anstrengend gewesen. Also ich will es mir auch nie weiter antun, deswegen verlasse ich jetzt schlagartig die Stadt wieder heute. Ich hoffe, ich bin weit genug am Rande, dass ich das Schlimme noch nie mitkriege. Übrigens dann direkt in der Innenstadt, da hast du an jeder Ampel 10 Minuten gestanden. Für einen Weg von 2 Kilometern hat er mir dort noch 20 Minuten angezeigt. Also trink gemütlich noch ein Käffchen und dann gehen wir nochmal über den Friedhof und dann raus hier aus der Stadt.